Heute machen wir die Trittbrettverweiterung für die Super Soko COX dran. Mein Name ist Benjamin Weinlich von Easy Mobility und hier haben wir Michael Kapp von Easy Mobility und der wird uns zeigen, wie es geht. Hallo. Okay, hier haben wir die einzelnen Teile, die man für den Anbau benötigt. Und wir schrauben das jetzt einfach mal zusammen, bevor wir es an der Maschine befestigen. Nur weiter, was du genau machst. Dann müssen wir von der hinteren Fußraste die Schraube abdrehen, um dieses zusätzliche Verbreiterungsteil dran zu montieren. Dann müssen wir vorne die Schraube von der Verkleidung abdrehen. So wie die Schraube von der unteren Seitenverkleidung. Dann können wir mit den Unterlegplättchen die jeweiligen ausgebauten Schrauben füllen, um mit der Höhe gleich zu kommen. Und das Teil einfach ansetzen. Und die alten Schraubenlöcher verwenden, um die neuen reinzudrehen. Das gleiche machen wir an der unteren Seite. Und dann zum Schluss befestigen wir nur noch die hintere Schraube. Somit ist das schon befestigt und kann als Verbreiterung sofort benutzt werden. Dann haben wir noch den Teppich für drauf, um die Verbreiterung auch komplett abzudecken. Das ist der originale Teppich in der schmalen Variante. Das ist der breite, der einfach nur eingeklickt wird, um das Ganze dann einfach auch abzudichten. Dann kommen wir zu den lackierten Teilen, die einfach angeklebt werden müssen. Damit die Füße auch schön trocken bleiben und der Wind jetzt noch bleibt. Diese werden einfach geklebt. So, und fertig. Das war schon die ganze Aufbauarbeit von der Trittbrettverbreitung.